Zunächst ein paar Begriffe. Was ist überhaupt Programmierung? Ja, gegeben bestimmte Probleme geht es bei der Programmierung darum, Programme zu erstellen, Computerprogramme zu erstellen, die diese Probleme lösen, wenn man sie dann auf dem Computer ausführt. Die Programmierung ist nur ein Teilgebiet der sogenannten Softwareentwicklung. Hierbei geht es generell um Methoden zum Lösen von Problemen mit dem Computer. Programme formuliert man mit Hilfe sogenannter Programmiersprachen. Das sind Notationen, im Allgemeinen textuelle Notationen, die computerverständlich sind und mit denen man dann halt Programme formulieren kann. Bei der Programmierung erstellt man Programme. Das sind sogenannte Arbeitsanleitungen, Algorithmen, die in einer Programmiersprache formuliert werden und dann durch einen Computer ausgeführt werden können. Personen, die programmieren, sind die sogenannten Programmierer, also die Entwickler von Programmen. Und man unterscheidet, wenn man vom Begriff des Programms spricht, zwischen dem Programmcode und dem eigentlichen ausführbaren Programm. Der Programmcode ist die textuelle, meistens textuelle Programmbeschreibung, also das, was Sie als Programmierer dann beispielsweise in einen Editor eingeben. Das wird von einem Compiler übersetzt, übertragen in ein sogenanntes binäres Programm, also ein Programm in maschinenverständlicher Form, das dann letztendlich auf dem Computer ausgeführt werden kann. Analog zum Begriff des Programmcodes kann man auch die Begriffe Quellcode und Sourcecode verwenden. Ausführbare Programme lassen sich dann ausführen und das erfolgt, indem man sie aufruft. Also der Programmaufruf ist die Ausführung eines ausführbaren Programms.